Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Schminkkorb. Das ist mein liebstes Format, um ehrlich zu sein, zurzeit auf meinem Kanal. Somit aussortieren. Ich bin gerade fleißig am Aussortieren. Habe sehr, sehr viel Kram, was ich nicht brauche, was ich nicht möchte mehr und keine Ahnung was. Ich fange an mit meinen Paletten, die ich diesen Monat oder diese 2 Wochen genutzt habe. Zum einen von Jeffree Star. Es ist ein absolutes Top-Produkt, wirklich. Die matten Töne sind unglaublich. Die lassen sich übereinander schichten, miteinander verblenden. Perfekt. Das ist diese Palette hier, die wird auf jeden Fall in meiner Sammlung bleiben. Genauso wie ich diese Spice of Life richtig, richtig toll finde. Ich meine, ich brauche, glaube ich, die große nicht. Ich würde die kleine behalten und einfach auf die große verzichten, weil ich finde, das sind tolle Produkte, die miteinander harmonieren und mehr brauche ich nicht. Dann habe ich noch diese Palette hier von Make-Up Revolution genutzt. Die finde ich nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ist eine tolle Alltagspalette, die man wirklich gut integrieren kann. Es würde auch reichen, wenn man diese Palette als Alltagspalette nutzt auf die Augen. Also ich meine, es macht nicht viel aus, sage ich mal. Gut, ein Schwarz habe ich jetzt nicht, nutze ich aber eh ganz selten. Ich halte mich mehr so auf diesen 2 Regionen auf. Also das sind eher meine 2 Spalten, in denen ich mich aufhalte. Tolle Palette, super pigmentiert, kann ich euch ins Herz legen. Das ist diese hier. Die bleibt auch bei der Palette, mit der ich mich heute geschminkt habe. Das war der 2. Look. Ich habe schon mal einen gemacht, der war eher so nude, also eher so schlicht gehalten. Tolle, tolle, tolle Palette. Mega geile Töne. Ich habe heute 5 aus der Palette benutzt. Bis auf den Grauton habe ich alle benutzt. Und dieses Augen-Make-up ist mit euch zusammen entstanden. Das ist von Color Rain Very Cute. Ich habe 2 weitere davon und ich liebe das. Color Drain, Drain. Ich habe es mir so eingeprägt, dass es Color Drain ist. Ist aber Color Rain. Und ich liebe diese Qualität. Ich habe 2 weitere Paletten oder 4 mittlerweile. Und ich liebe, 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 liebe diese Palette und bin so, so froh, dass ich sie habe. So, dann eine Palette, die mich wahrscheinlich verlassen wird, ist die Spice of Life. Nicht, weil sie nicht schön ist, sondern weil es A, ein Duo ist und B, habe ich schon so ein schönes Orange. Und sie ist wirklich toll. Tolle Pigmentierung. Tolles Farbergebnis, wirklich, aber sie muss nicht unbedingt bei mir bleiben. Genau, schade, schade, Schokolade, sage ich nur. Dann habe ich ausprobiert einmal die rote Pomade von Make-Up Revolution, das ist das Classic Red. Das bleibt, weil ich ja verschiedene Looks mache, sie bleibt auf jeden Fall bei mir, deswegen behalte ich sie. Dann habe ich hier einen stinknormalen weißen Eyeliner von Make-Up Revolution Pro. Das ist dieser Dip Eyeliner. Den würde ich eigentlich wegmachen, weil ich das Pinselchen nicht mag. Das ist so ein Plastikteil. Ich dachte, das sind kleine Pinselhärchen. Man kann schon was damit zaubern. Hatte ich auch mit euch zusammen einen Look geschminkt. Aber ich würde es nicht nachkaufen. Sagen wir es mal so. Dann habe ich... Was habe ich denn noch da drin gehabt? Genau, diese Pot Rouges. Ich fand, ja, die Matte Dream, also Matte Blush Chic Tint von Maybelline aus dieser Reihe hier. Der verlässt mich. Ich habe weitere aussortiert. Es ist eine tolle Farbe, ja. Man kann es auch aufbauen. Ich habe aber noch eine tolle Farbe und die behalte ich dann lieber statt den hier. Die einzige Farbe, die bei mir überhaupt im Sortiment sozusagen bleiben darf, ist die hier. Die finde ich echt wunderschön auf meinen Wangen. Passt so schön zu meinem Nagellack und ich feiere es. Ist übrigens die Farbnummer 10 Flirty Pink und 030 Korall darf gehen. Dann habe ich... Ja, den hier, den Body Shop. Es ist kein langlebiges Produkt, aber man kann schön smatschen. Und deswegen bleibt er. Das ist einfach ein stinknormaler Matt-Kajal. Deswegen darf er in meiner Sammlung weiterhin verweilen. Dann hatte ich mir noch zusätzlich dieses reingelegt. Ja, ich weiß nicht, für welche Looks ich das benutzen soll, um ehrlich zu sein. Ich bin da auch planlos. Ich fand das so toll, wollte das unbedingt haben, aber ich glaube, der verlässt meine Sammlung. Ich habe ihn in den 2 Wochen nicht einmal benutzt. Das ist, der funktioniert noch, sieht toll aus. Vielleicht mag den ja jemand haben. Ja, dann dieses Pigment von P2. Wunderschön. Wirklich wunderschön. Ich glaube, ich gebe es trotzdem ab.
Es ist wunderschön, ja. Ich habe aber sowas in der Art, deswegen kommt das einfach im Insta-Sale. Vielleicht mag es ja jemand anderes. Dann habe ich das hier auch kein einziges Mal benutzt. Auch der geht, verlässt mich. Ich werde wahrscheinlich keinen so einen dunklen Look schminken. Schade, schade drum, weil das ist echt eine tolle Farbe. Aber ganz ehrlich, nie kommt. Leute, es wird ausgemistet. Auch das Produkt ist ein bisschen komisch. Das habe ich kein einziges Mal benutzt. Ja, der schmeiße ich gleich weg, weil der ist so halbwegs eingetrocknet, halb nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das jemand haben möchte, so eingetrocknete Sachen. Von daher habe ich den jetzt in die Tonne gekloppt. Den mögen wir nicht. Dann Becca Under Eye Brightener habe ich zwar in der Woche kaum benutzt, weil es bei mir echt schnell gehen muss. Und wenn ich mir noch einmal einen Titel holen sollte, dann die größere Variante, weil ich einfach besser mit dem Finger reinkomme. Es nervt mich da immer einen Pinsel zu suchen. Ja, das ist das einzigste Störende, was ich gemerkt habe. So an sich geht's. Also der ist echt schön, der macht wirklich hell. Und ich trage ihn mir nur hier auf. Also ich zeige euch das mal. Ich trage ihn mir wirklich nur hier auf. Ich ziehe ihn gar nicht so weit runter, weil dann creased es bei mir eh und sieht dann nicht so schön aus. Dann sortiere ich, glaube ich, aus die Eye Foundation von Catrice. Bei mir funktioniert sie eben nicht immer und es nervt. Also in letzter Zeit, wo es jetzt wärmer geworden ist, klappt es einfach nicht. Die sortiere ich aus. Schade, schade. So lange habe ich sie nicht. Vielleicht freut sich jemand anderes drüber. Dann, ja, tolle Mascara, muss ich sagen, von Anne Jacquet. Die 100 Noir, wirklich tolles Bürstchen und tolle Mascara, die macht wirklich einen tollen, tollen Schwung. Liebe ich, behalte ich, solange es leer geht. Dann habe ich für Cut Crease Ziehen das Teil. Ja, okay, das habe ich jetzt nicht so oft benutzt, weil ich meistens den Essence Concealer benutzt habe, den ich auch wirklich mag. Dann hatten wir dieses Produkt noch da drin, das sortiere ich auch aus. Es hat zwar einen tollen, subtilen Schein, wirklich, oh, das sieht so, so schön aus. Da weiß ich gar nicht, ob ich es nicht doch behalten soll, weil man es echt toll in die Haut. Den behalte ich. Der darf bei mir weiterhin verweilen, also bei mir bleiben. Ja, der natürlich auch. Dann habe ich das hier drin gehabt. Da hatte ich komischerweise Krümelchen von. Ich weiß es nicht, ob es mit der Tagespflege zusammengehangen hat. Ich werde es noch weiterhin eine Woche testen, auf jeden Fall. Und das bleibt jetzt da drinne als Primer. Und wenn es nichts ist, dann darf es mich verlassen. Dann gucke ich mal, was alles noch. Ja, als Primer behalte ich jetzt erstmal den von Essence drinne. Den liebe ich einfach. Den haben sie aus dem Sortiment genommen, die Schweine. Das ist die Farbnummer 02. Der bleibt jetzt so lange, bis ich meine anderen Produkte aufbrauche. Ich gucke gerade mal, ob ich irgendwas im Schminkkörbchen vergessen hatte. Nee, das nicht. Ja, Catrice bleibt auch so lange. Dann haben wir ein Kajal gehabt, Intensive Kohl Kajal. Der ist toll. Der wird auch weiterhin in meiner Sammlung bleiben, weil ich finde einfach so Kupfertöne am Rand. Hätte ich heute auch machen können, würde auch passen. Ich sehe gerade, ich bin total verschmiert. Und ja, irgendwie zu reichhaltig heute. Ja, sonst geht's. Sonst finde ich den Look echt schön. Toller Kajal, bleibt auf jeden Fall. War die Nummer 050. Darf ich auf jeden Fall weiterbleiben. Dann habe ich ja diese Puder. Einmal die Foundation tatsächlich auch benutzt. Oder zweimal sogar. Ich finde sie gar nicht so schlecht. Ich habe ja die MAC Studio Pro noch reingemischt. Und jetzt funktioniert sie. Also ich kann sie jetzt noch ein bisschen benutzen. Und dann ist echt aussortieren. Also weil ich sie einfach nicht nutze. Sie ist auch fast leer. Also da kommt echt nicht mehr so viel raus. Unten am Schwämmchen, ja. Also vielleicht erkennt ihr das. Da ist noch ein bisschen Produkt drin. Aber so im Endeffekt ist da echt nicht viel drin. Und wenn man noch mit einem Beauty-Schwamm reingeht, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Die bleibt auf jeden Fall auch noch so lange drin, bis ich einfach farbtechnisch nicht mehr dazu passe. Oder sie nicht mehr zu mir. Ja, genau. Dann hatte ich den hier mit reingenommen. Den habe ich kein einziges Mal benutzt, weil ich dann irgendwas anderes benutzt habe und viel auch noch mit ausprobiert. Der ist toll, den werde ich jetzt versuchen im Sommer einfach aufzubrauchen. Vielleicht kommt da in irgendein Projekt mal rein. Mal gucken. Ich bin auch so ein bisschen echt am Aussortieren. Ich habe schon wieder eine ganze Kiste voll. Ja, das Puder. Also das hier ist immer, wenn ich sehr, sehr matt sein möchte. Das Fit Me, das mache ich nur in die T-Zone, dann bin ich den ganzen Tag safe.
Dann habe ich das Mac noch mit drinne. Da sind nur noch so Brösel drin. Schaut mal, das bröselt und oh. Schmiererei, sag ich euch. Dann bleibt immer drinne. Das ist das hier. Das ist aber das ist das hier. Also das da, diese Tropfen sind da drinne. Aber nur damit ich weiß, was ich euch aufschreiben soll, ist ja da drinne. Das bleibt auch die ganze Zeit im Schminkkörbchen, bis das leer ist. Und die könnte ich eigentlich auch abgeben. Galactic Highlighter Drops. Ich brauche nicht alles, sagen wir mal so. In meinem Leben. Nicht wahr, nicht wahr? Wo ist mein Kartönchen? Ich habe hier wieder wirklich einiges aussortiert. Nagelpflege und Blushes, Make-up, Highlighter, Augenbrauenprodukte, Pigmente, weil ich nicht alle ja eben brauche. Ich habe nur die besonderen Farben, die mich interessieren, rausgepickt. Und der Rest, da freut sich bestimmt jemand anderes einfach drüber. Ja, dann habe ich, ja, immer noch die von, die da, die ist meine Liebste. Da nehme ich noch mit rein. Drinne ist auch noch der hier, den werde ich jetzt aber auch entsorgen. Der ist nichts mehr, der schmiert nur noch rum. Also der ist wirklich nichts mehr. Ich habe noch ein Backup und das Backup werde ich benutzen. Das habe ich zur Hälfte aufgebraucht, sagen wir es mal so, oder über die Hälfte und ist gut jetzt. Also ja, genau, ist gut, ist gut, ist gut. Dann hatte ich Ashley Tisdale, da war ich auch nicht einmal drinne, weil es einfach farblich für mich nicht mehr gepasst hat. Dieses Orange, aber ich denke, dass ich das im Sommer auf jeden Fall auspacken werde und für mich ganz, ganz besonders ist. Das ist die Farbnuance Peaches and Cream. Finde ich super schön. Bleibt auf jeden Fall. Dann habe ich, genau, als Augenbrauenstift oder als Augenbrauenpuder habe ich mir hier von Freedom ein graustichigen, aschigen Braunton einfach mit reingenommen in so eine kleine Colourpop-Geschichte hier und liegt immer da. Und jetzt würde ich einfach sagen, was ich so mit noch ins Schminkkörbchen mit reinnehme. Denn ein paar Produkte habe ich schon ein bisschen angefangen zu testen, ein paar noch nicht. Und deswegen, ja, mache ich jetzt mal einen Cut und dann zeige ich euch meine Neuankömmlinge. Ich hatte mir noch diesen Love Lipstick, also diesen Lipgloss rausgesucht. Auch den werde ich behalten. Der ist echt super schön. Für den Alltag. Wirklich eine tolle Farbe. Habe ich gerne benutzt. Das Problem ist, manchmal übersäuere ich oder sowas und dann kriege ich so einen hässlichen Rand. Darauf wollte ich achten, aber irgendwie ist es, seitdem ich darauf geachtet, nicht mehr passiert. Ich bin super gespannt. Also Addicted Rosewood 190 ist super schön. Schön natürlich, schön beige, schön dezent, würde ich sagen, behalte ich natürlich. Warum auch nicht, gell? Ich habe ja so wenig. Ja. Dann würde ich sagen, einfach, ich zeige euch jetzt endlich mal die Produkte. So, ich habe mir zwei Paletten ausgesucht von Joye. Einmal ist das das Rose Gold Blush Set. Und einmal, das sieht übrigens so aus, super subtile, super schöne Farben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und einmal Flirty oder Flirt. Das sieht so aus. Ist ein bisschen rosaner, ne? Und ich möchte das einfach auf Herz und Nieren. Und diese Woche wird es nur eine Woche sein, weil ich die Paletten schon kenne und auch schon die Produkte eigentlich an sich gut kenne. Und deswegen, ja, habe ich gedacht. Foundation, wie gesagt, ich habe vier zur Auswahl, die ich platt machen möchte. Zum einen habe ich die hier, da ist wirklich nicht mehr viel drin. Also vielleicht so die Hälfte oder sowas. Ja, sowas um den Dreh. Bis hier ungefähr geht das. Dann habe ich die 11 gemischt mit der 100 Free Days, bla bla. Diese. Und dann habe ich meinen Primer, den ich platt machen möchte. Und dann habe ich noch das Mousse Make-up. Das sind so meine drei Foundations, die ich jetzt immer mal wieder benutze. Außer ich mache ein Foundation Day und teste irgendwas anderes, dann benutze ich was anderes. Aber das sind die, die ich gerne aufbrauchen würde, weil ich sie nicht schlecht finde. Bei der bin ich mir noch gar nicht so sicher, wie gut ich sie finde, aber ich habe sie schon gut benutzt.
Und ja, auf mir halt drauf landen. Ja, wie gesagt, Bronzer brauche ich nicht, weil ich habe die NYX-Palette. Und Augenbrauenstift habe ich auch. Das sind so, da möchte ich noch diesen Primer testen. Und dann nehme ich noch den NYX Dewy Me Up Honey Primer. Und als Bronzer-Topper, brauche ich das überhaupt? Nee, Bronzer-Topper nicht. Nee, das mache ich nicht. So, das war's dann schon. Das war's schon an meinem Schminkkopf. Ach Gott, die Paletten wollte ich euch vorenthalten. Wenn mir natürlich was einfällt, klar, den Concealer von Essence nutze ich immer noch. Essence Concealer nutze ich immer noch. Ja. Hitte Brigitte immer noch. Und da ist auch nicht mehr so viel drin. Also demnächst bräuchte ich wieder mal einen neuen. Dann gucke ich einfach, was ich in der Sammlung habe und gut ist. Und dann habe ich noch einen Korrektor von Naked Skin. Der Peach. Den möchte ich gerne im Innenwinkel immer auftragen. Und gucken, was da passiert. Den habe ich heute auch drauf. Vielleicht ist es mir zu reichhaltig. Wer weiß. Wer weiß. Und ich habe irgendwo noch eine Foundation, genau, die ich auch platt machen möchte. Das ist die hier. Die ist auch noch da drin. Die habe ich heute drauf. Und ich denke, dass das nicht so gut ist für mich. Vielleicht ist es nichts, die teste ich nämlich gerade um, weil ich noch ein Backup habe. Vielleicht kann ich es einfach jemandem anderes geben. Deswegen ist die auch im Test. Und ja, die Paletten. Ich komme zu Color. Da möchte ich noch einen Look mit kreieren. Ich habe schon das Blau benutzt und wie man sieht, auch diesen Ton und auch den hier. Und auch den Grauton. Ich möchte jetzt so ein bisschen das Rot benutzen, dann gucken, was passiert. Die ist so gut pigmentiert. Das ist die ist einfach so, so. Das ist Qualität, sag ich euch. Für schon etwas. Das ist die Lovelies. Das ist Wahnsinn. Und egal wie stark ich drauf drücke, das sieht man, dass das einfach bombenpigmentiert ist. Vor allen Dingen das Blau. Das lässt sich super ausblenden, super schichten. Wirklich, also man kann wirklich das Blau, ohne dass es fleckig wird, wie man sieht, ausblenden, sogar mit dem Finger. Also ich meine, das ist eine Qualität. Möchte ich gerne noch einen Look mit schminken, also an einem Tag. Und ich denke, das klappt auf jeden Fall, weil ich meine, mal gucken, was draus wird. Vielleicht nehme ich euch wieder mit. Dann habe ich noch die Perfection. Die sieht so aus, da ist alles drin. Man kann alles mit schminken. Ich habe schon mal einen Look abgedreht für euch, aber ich musste das dann löschen, weil mein Speicher voll war und ich es auch nicht so schön fand. Das ist von Colourpop. Ich liebe Colourpop, das wisst ihr. Dann habe ich die Laura Lee mir reingenommen. Die habe ich gestern oder vorgestern getestet, am Freitag. Genau, am Freitag. Die finde ich wunderschön. Damit hat mich die liebe Nadine von Kanal Bella Beauty angefixt. Und deswegen habe ich sie mir zugelegt. Dann möchte ich Jaclyn Hill nochmal ausprobieren. Dann habe ich Jaclyn Hill nochmal rausgeholt, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich die Jaclyn Hill Paletten vertrage. Letzten zwei Looks, die ich damit gemacht habe, haben meine Augen so stark getränt und ich dachte, ich hätte Heuschnupfen. Weil ich immer an den zwei Tagen draußen war. Ich möchte mal gucken, wie das ist, wenn ich in meiner Umgebung bin, also in meiner Stadt sozusagen. Vielleicht lag es einfach daran, dass gerade gemäht worden ist oder weiß es ich. Ich habe mir jetzt diese rausgesucht, weil die Farben einfach andere sind. Schatzi, andere Farben sind, ja. Deswegen durfte die nochmal mit. Und das war's eigentlich. Das geht jetzt eine Woche bis nächsten Sonntag und dann sehen wir uns wieder. Ciao!